Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie wissen, am 25. März diesen Jahres ist Landtagswahl. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren unseren Job in Rheinland-Pfalz für die Menschen ganz gut gemacht. Deshalb bitte ich um mehr Vertrauen. Ich bitte Sie, wählen zu gehen und bitte Sie darum, insbesondere auch mit Ihrer Zweitstimme für die SPD und damit für einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten mit Verlaub für mich zu stimmen. Vor allem dieser, was mir gut gefällt, ist dieser menschliche Knüttel-Teddy-Tonfall. Es ist Wahl. Und ich finde, Sie haben die Sache ganz gut gemacht. Auch bescheiden, nicht so. Wir haben tolle Arbeit geleistet, wir haben so ganz gut gemacht. Zeig mal bitte diesen Knüttel-Teddy-Tonfall. Aber mit dem Übergang, wo er erst ernst und dann wird so knuddelig. Sie wissen, am 25. März diesen Jahres ist Landtagswahl. Ich finde, wir haben die letzten Jahre. Zeig es nochmal. Es entscheidet. Meine Damen und Herren, Sie wissen, am 25. März diesen Jahres ist Landtagswahl. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren unseren Job in Rheinland-Pfalz für die Menschen ganz gut gemacht. Ganz gut, ja. Deshalb bitte ich um mehr Vertrauen. Ich bitte Sie, wählen zu gehen und bitte Sie darum, insbesondere auch mit Ihrer Zweitstimme für die SPD und damit für einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten mit Verlaub für mich zu stimmen. Ich finde, also, was mir fehlt, ist, dass am Schluss gemacht hat. Lass mir noch mal die Knuddel-Teddy-Stelle, bitte. Die erste oder die zweite? Die erste, die ist so besonders süß. Achtung. Mit dem Übergang. Ja, jetzt. So, jetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo. Sie wissen, am 25. März dieses Jahres ist Landtagswahl. Jetzt! Ich finde. Ja! Ich finde wirklich. Und jetzt dürfen wir auch noch Fußball sehen. Und ich habe immer überlegt, als ich das gesehen habe, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist das die wirkliche Stimme oder ist das synchronisiert oder irgendwie erinnert mich das an was? Und dann habe ich nochmal genau hingehört und schauen Sie mal, ob Sie das auch hören. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie werden mich nicht auf Anhieb erkannt haben. Ich bin's, der Bundeskanzler. Ich möchte Ihnen einmal sagen, dass ich am liebsten dicke Sauerländer mit Kartoffelsalat esse. Insbesondere, wenn dieser mit fetter Mayonnaise gemacht ist. Ich könnte mich daran totfressen. Aus diesem Grund bitte ich Sie, einen solchen Kartoffelsalat an Helmut Kohl mit Verlaub an mich zu senden.